Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Da wir unseren Oxid eShop in der letzten Folge erfolgreich installiert haben, können wir euch heute demonstrieren, wie ihr diesen SEO-technisch auf Vordermann bringt. Dafür befinden wir uns jetzt im Backend und sehen in der linken Spalte die Möglichkeit, unsere Artikel zu verwalten. Wir werden euch den SEO-Prozess nun einmal anhand eines Demo-Artikels demonstrieren. Dieser kann dann natürlich auch auf die Kategorien adaptiert werden. Vorab kümmern wir uns aber um grundlegende suchmaschinenoptimierende Regeln für alle Artikel. Deswegen gehen wir in die Stammdaten rein, auf Grundeinstellungen und können im SEO-Bereich Präfixe und Suffixe für Titel festlegen. Präfix ist in dem Fall die Vorsilbe und Suffix die Nachsilbe, also das, was jeweils vor und hinter dem Titel des Artikels kommt. Als Präfix bietet es sich an, den Namen eures Shops zu verwenden. Als Suffix kann hier etwas Branchenspezifisches gewählt werden oder einfach dem Betrachter klargemacht werden, dass es sich bei dem Link nicht beispielsweise um ein Review dieses Produkts handelt, sondern dass dieses bei euch erworben werden kann. Auch der Titel der Startseite ist sehr wichtig und sollte eure branchenrelevanten Keywords enthalten. Diese könnt ihr beispielsweise mithilfe der Autosuggest-Funktion von Google ermitteln oder aber mit den Google AdWords-Tools. Im unteren Feld können detaillierte SEO-Maßnahmen aktiviert werden. So bietet es sich an, beispielsweise automatisch generierte URLs immer nur mit Kleinbuchstaben zu gestalten, was für die Suchmaschinen förderlich wäre, oder aber bei Kategorien, die aus mehreren Wörtern bestehen, diese Wörter in den URLs immer mit einem bestimmten Zeichen zu verbinden. Hier würde es sich anbieten, den Bindestrich zu nehmen. Die anderen Optionen sind selbsterklärend, wie beispielsweise reservierte Wörter, die dann nicht alleinstehend als URL verwendet werden können, wie beispielsweise Admin, da der Admin-Bereich bereits existiert und unter dieser URL aufgerufen werden kann. Da wir uns nun mit der höchsten Ebene, den Grundeinstellungen, beschäftigt haben, gehen wir nun eine Ebene tiefer in die Artikel rein. Wir nehmen uns den ersten vor und können nun hier den Titel, der zusammen mit den eben eingestellten Grundeinstellungen den SEO-Titel bildet. Achtet also darauf, dass dieser nicht zu lang sein sollte, da er sonst in den SERPs abgeschnitten wird. Kontrollieren könnt ihr das Ganze mit dem Systrix SERP Snippet Generator. In dem großen Feld der Stammdaten seht ihr schon die im HTML-Text verfasste Artikelbeschreibung. In diesem Fall wurde eine H2 verwendet, was schon mal gut ist. Es könnten aber noch weitere H2 oder H3 Überschriften verwendet werden. Das sieht Google gerne, das unterteilt den Text gut und ist am Ende sowohl für die SEO als auch den Kunden förderlich. Ansonsten sollten H2-Überschriften nur in Verbindung mit eurem Hauptkeyword verwendet werden. Dadurch, dass ihr mit euren Keywords ja gefunden werden wollt, sollten diese nicht nur in den Überschriften, sondern auch im Text eurer Beschreibung vorkommen. Am Ende habt ihr auch hier eine SEO-Fraktion, in der ihr wiederum eine individualisierte URL generieren könnt. Da jedoch diese aus dem Titel gebildet wird und dieser das Hauptkeyword enthält, muss das in den meisten Fällen jedoch nicht gemacht werden. Die Meta-Keywords sind auch nur für die shop-interne Suche relevant, Google indexiert diese jedoch nicht. Was die Suchmaschinen jedoch indexieren, ist die Meta-Beschreibung. Diese sollte auch wiederum die ideale Länge haben, was wiederum mit dem Systrix SERP Snippet Generator ermittelt werden kann und den Produktnamen, ein CTA, also Call to Action, enthalten und darüber hinaus den Kunden beschreibend erklären, um was es sich bei diesem Produkt handelt. Auch Bilder-SEO ist sehr wichtig, da durch die Bilder in sehr großem Maße der Page-Speed eurer Seite bestimmt wird. Ladet ihr zu große Bilder hoch, muss die Seite zu lange laden und Google straft das ab. Deswegen bietet es sich an, mit Photoshop die Bilder fürs Web zu speichern oder aber Web-Kompressionstools wie TinyPNG zu verwenden. Darüber hinaus hatte ich ja schon erklärt, dass die Bindeschriftschreibweise am besten geeignet ist, weshalb diese auch bei der Dateibenennung des Bildes berücksichtigt werden sollte. Ansonsten alles in Kleinbuchstaben schreiben und das Hauptkeyword drin unterbringen. Das waren unsere SEO-Tipps, wie ihr euren Oxid eShop auf Google, Bing und Co. in den SERPs nach oben manövriert. Solltet ihr euch lieber auf den Verkauf konzentrieren wollen und das SEO und Online-Marketing den Profis überlassen wollen, könnt ihr uns gerne kontaktieren und direkt oben rechts einen Termin mit den SEO-Experten von eBakery ausmachen. Sollten wir euch weitergeholfen haben, würden wir uns über ein Like freuen. Ansonsten gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.